Marcel und meine Wenigkeit Peter von Freifunk München. Genau, wir würden es gerne so ein bisschen, ich frage erstmal, gibt es eine ganz große Community, die es unbedingt auf Englisch wollen würde? Eine, sorry. Okay, machen Deutsch. Okay, gut. Wo fangen wir an? Freifunk München, The Next Generation heißt der Talk, beziehungsweise wir hätten es gerne mehr so ein bisschen als Frage und Antwort oder mehr so interaktiv. Viele Freifunk-Interessierte, hoffentlich jetzt hier, auch von den anderen Communities, und wir haben ja auch nur die 20 Minuten, wir wollen jetzt nicht einfach nur was erzählen, was wir da so machen, beziehungsweise größtenteils, was wir uns da so ausgedacht haben und warum wir uns das ausgedacht haben und wie es vielleicht aussehen könnte, sondern wir hätten gerne auch so ein bisschen Diskussion, gerne natürlich auch danach, aber vielleicht auch jetzt, dass es halt auch die Leute zu Hause oder dann im Stream so ein bisschen mitkriegen, alles immer so ein bisschen in die Richtung, gerne auch so Kommentare wie, ja, das könnt ihr schon so machen, aber wenn, dann ist das halt Kacke. Weil das hat natürlich keinen Absolutheitsanspruch, was wir hier erzählen, sondern genau, einfach so. Wir haben einfach ein paar Ideen gesammelt, wie wir uns das so die nächsten Jahre vielleicht vorstellen können. Ja. So. Okay, kurz zu Freifunk München vielleicht. Wie es mal war oder ja, angefangen haben vor 3 Jahren? 2014, ja. Also, um den Dreh. Und dann ging das irgendwie ganz schnell in große Höhen. Da hatten wir teilweise so letztlich aktive Mitglieder zurzeit, vielleicht noch mehr so 10 oder 20, wenn wir Glück haben. Es gibt einen Freie Netze München e.V., der agiert da so im Hintergrund für das ganze Legale, was man halt so machen muss, weil die Domains müssen ja auch irgendwo bei einer juristischen Person zum Beispiel liegen. Wir sind relativ schnell gewachsen dann, hatten relativ schnell ein aktives Netzwerk mit ja, teilweise mehr als 2000 Nodes und aktuell auch immer noch, jetzt so 1500. Und jederzeit sind eigentlich so 3.500 Clients bei uns im Netz aktiv. Wir haben uns mal den Spaß gemacht, so vor, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, als der Lars das mal gemacht hatte. Da haben wir einfach mal geguckt, wie viele unique MAC-Adressen sehen wir eigentlich in unserem Netzwerk pro Tag. Das waren dann so 40.000. Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand nur an der Ampel steht und mal kurz sich irgendwie eingeloggt hat und dann weiterfährt und nicht aktiv genutzt hat. Aber so 40.000 unique MAC-Adressen fanden wir schon ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit von der Stadt München gibt es halt auch, also von der Stadtwerk gibt es Mnet und die sind ganz stolz auf ihrer Homepage auf monatlich, wie viel? Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es gibt an, glaube ich, 15 Standorten jetzt WLAN. Ja, sie haben irgendwie pro Monat 40.000 oder 50.000 Nutzer pro Monat. Sehr schön. Genau, wir haben uns dann auch drum gekümmert, um Flüchtlingsunterkünfte, die mit Freifunk zu versorgen, und wir sind auch dabei, mehr gedanklich noch aktuell, aber nächstes Jahr soll es dann doch schon ein bisschen aktiver mal ein stadtweites Funk-Backbone-Netz auch aufzubauen. Da sind wir auch mit der Stadt München zusammengekommen. Ein paar mit unseren Mitgliedern sind politisch sehr aktiv und damit hatten wir auch die entsprechenden Kontakte zur Politik, sodass wir auf hohe Stadtstandorte draufkommen. Traum in München ist natürlich immer der Olympiaturm. Von da aus München mit Freifunk zu besenden, so über Sektorantennen vielleicht, aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Aber so. Aber wir muss dazu sagen, wir reden hier von einem Großstadt-Setting. Ja, also wir haben sehr dicht alles zu im Frequenzband. Wir haben alles verbaut, wir haben kaum klare Strecken. Also man ist fast darauf angewiesen, entweder einen privaten Sponsor zu haben oder mit der Stadt zu arbeiten, um überhaupt auf Standorte zu kommen. Genau. Also wer da auch lohnend auch war, irgendeinen Abend mal bei Freifunk kam dann jemand von der Evangelischen Kirche Bayern vorbei. Gibt es unbedingt einen Godspot? Ganz interessant, mal gucken. Godnet, ja. Godspot. Godspot heißt das, glaube ich. Aber einige wollten dann lieber Freifunk machen und naja, so Kirchtürme sind ja auch lohnende Objekte für Strecken. So, so sah es aus. Dann war das so ein bisschen, naja, wer sich jetzt das anguckt, so 2000 Knoten, 4000 Clients. Wir nutzen ja auch Batman, aber das skaliert dann irgendwann nicht mehr so richtig gut. Moment, das skaliert erstaunlich gut, gemessen an den Umständen. Stimmt, ja. Aktuell haben wir so 180 Kilobit pro Sekunde Management-Traffic. Das erzeugt dann so pro Tag so 3 Gigabyte alleine nur Dummy-Traffic auf jeder Node, bevor halt mal irgendwie ein Nutzbyte rüberläuft. Was Marcel schon sagte, wir sind ziemlich voll in 2,4 Gigahertz sowieso, also typischerweise, wenn man in München Innenstadt
den Access Point Sniffer mal anschmeißt, so 180 Access Points um einen rum, ist überhaupt gar kein Problem. Also wir haben halt das Großstadtproblem, wir können nicht sinnvoll segmentieren in der Großstadt, ist alles ein Segment. Wir haben irgendwann 2015 angefangen, im Umland einzelne Segmente zu machen, von denen sich zum Glück auch schon einige erfolgreich abgespaltet haben, mit eigener Organisation und Gateway-Infrastruktur. Aber im Stadtbereich haben wir nach wie vor diese Herausforderungen. Und viele derjenigen, die dann initial auch mitgemacht haben, als wir dann halt so auf diese 2.500 Nodes gekommen sind, die waren auch so geil, ey, bei euch kann man so eine Box kriegen und da kann ich dann GEMA-freies YouTube mitgucken. Ist jetzt nicht mehr so relevant, aber haben viele deswegen halt auch aufgestellt. Das ist dann mittlerweile jetzt nicht mehr so. Viele Nodes sind dann auch abgeschaltet worden. Ein paar von den zentralen Maintainern und Mitgliedern sind auch weggegangen oder hatten dann andere Sachen zu tun. Allgemein ist natürlich auch the rise of the LTE Flatrates. Man muss nicht mehr überall Wi-Fi hinbringen. Die Leute haben es mittlerweile, also es kommt auch so als Kommentar, warum brauche ich denn das, weil ich habe doch LTE Flatrate. Und irgendwie macht er sich so ein bisschen allgemeine Ernüchterung bereit. Trotzdem, es läuft aber immer noch. Also, obwohl wir aktuell sehr wenig dran maintainen, es läuft immer noch. Da wird der Daniel heute Abend ein bisschen was zu erzählen. Die Tops und Flops von Freifunk München, das wird noch ganz witzig. Gleichzeitig kamen aber immer mehr Leute, oder auch immer mal wieder Leute bei den Freifunktreffen auch vorbei und meinen so, ja, gibt es eigentlich bei euch lokale Dienste? Kann man mal sowas machen wie im Bürgernetz vielleicht wieder? Wer so in den 90ern oder in Anfang der 2000er vielleicht schon aktiv war hier, der kennt das. Kann man das nutzen, irgendwie um mit Leuten in Kontakt zu treten? Und natürlich auch mal die Frage so nach Basis-Internet. Und daraufhin hat Marcel und ich uns mal zusammengesetzt, so ein bisschen in so einer Bierlaune und mal überlegt, ja, wollen wir eigentlich weitermachen? Wollen wir klassisch weitermachen, so als kleiner VPN-Provider irgendwie? Oder gibt es da vielleicht doch ein Mehr? In München, hier sind ja eher die Berge und nicht das Problem. Ja, also ein Teil der allgemeinen Ernüchterung ist natürlich auch, dass wenn die Nutzerzahlen steigen, technisch nichts Interessantes mehr passiert, dann wird es halt auch irgendwann langweilig. Ja, also dann ist man so im Maintenance-Modus. Und dann fängt es an zu stagnieren und deshalb haben wir uns überlegt, was können wir denn noch technisch Interessantes irgendwie machen. Genau. Grundsätzlich erstmal, wir haben uns mal so eine Liste gemacht, was soll ein Freifunk eigentlich sein? Also für uns, wie gesagt, das ist jetzt keine Liste mit absolut als Anspruch. Ihr könnt auch sagen, stimme ich nicht mit überein. Sind wir sehr zufrieden, wenn wir sowas hören. Aber das war unsere Liste halt. Und für uns war das Wichtigste, dass Freifunk eine Möglichkeit geben soll, eben selbstbestimmt mit anderen zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Und Dienste anzubieten. Und das sowohl lokal als auch weltweit. Also diese Trennung, die man sich immer so nennt, und wir sind ja jetzt, in welches ist unser Segment nochmal? 10 Punkt, weiß ich gar nicht mehr, 78 oder so. Wir sind ja immer noch in dem 10/8 drin. Warum eigentlich? Also warum machen wir eine Trennung zwischen lokal und global eigentlich? Ja, wir haben IPv6. Da geht das schon so ein bisschen hin. Freifunk soll unserer Meinung nach auch eben eine Hilfestellung geben, sicher zu kommunizieren. Hilfestellung, es muss nicht immer gleich eine perfekte Lösung sein, aber meine, wir sind halt die Leute, die wissen, wie man es macht, hoffentlich. Oder zumindest anderen sagen können, wie man es macht und anderen helfen können, oder eben Hilfestellung geben. Wir wollen einen Mehrwert liefern gegenüber dem, was man für schmales Geld kaufen kann. Also man kann sich für einen Euro vielleicht irgendwo VPN oder so klicken. Das müssen wir nicht machen. Das macht RVPN schon. Und das, was ich schon eben sagte, ja, mal ein bisschen selber wieder frickeln können, was bauen können, was machen, was vielleicht interessant auch für einen selber ist und nicht nur einfach ein Netzwerk. Für viele ist das auch schon interessant, aber bei uns ist es halt so, wir würden gerne mal auch was experimentieren. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir da machen? Weiterhin aber immer noch, weil wichtig für viele Leute, eben diesen Basiszugang zum Internet. Auf Deutsch, Freifunk soll eben Grundinteressen vertreten und ermöglichen, weil Kommunikation ist irgendwie so ein menschliches Grundinteresse und Grundbedürfnis. Und Freifunk, weil wir es eben können und weil wir das Potenzial haben, eine Vorreiterrolle zu machen, da könnten wir halt auch mal zeigen, was noch so geht und müssen uns nicht darauf optimieren, irgendwie nur Zugangsanbieter für was anderes zu sein. Also irgendwie ein schnelles Facebook ermöglichen oder schnelles Netflix ermöglichen. Und damit kommen wir auch, was wir nicht sein wollten, also unserer
Idee oder was auf unserem Bierdeckel dann so stand. Zumindest wollen wir all das nicht unbezahlt sein. Auf jeden Fall, ja. Genau, also wir sind kein Premium- oder Highspeed-Internet-Anbieter. Für Leute kommt es immer so, ja, wie viel Megabit fallen denn auf so ein Internet, so ein Router bei euch da raus? Komme ich da über meine 50 Mbit mit hinaus? Nee, nicht ganz. Und wir haben auch ganz klar gesagt, wir sagen auch hier bei jedem Treffen bei uns immer, wir sind kein Service für anonymes oder pseudonymes oder irgendwas Internet. Also ihr könnt es halt nutzen, aber wir machen halt auch keine Garantien. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Communities ist, aber diese Frage kommt eigentlich jedes Mal, wie das aussieht. Und da sagen wir halt, nee, das wollen wir gar nicht, weil den ganzen Overhead, den man damit hat und den ich vielleicht noch machen müsste, da habe ich auch gar nicht die Zeit, also ich persönlich im Leben nicht die Zeit mit zu beschäftigen und dann irgendwie Leuten eine Garantie zu geben, das möchte ich auch gar nicht, weil das ist ja auch meine Freizeit. So, und jetzt kommen wir dazu, wohin wir wollen und genau. Ja, also ich weiß nicht, wer von euch ist denn in der Freifunk-Community aktiv, so dass ich mal ein bisschen einschätzen kann, auch so technisch ein bisschen drin. Okay. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Detail erklären. Also wir setzen in unserem Netz Batman noch ein im Moment. Die Idee ist nach wie vor auf Babel und IPv6 zu gehen. Wir haben auch schon ein paar Testnetze dazu am Laufen gehabt. Dann ist die Idee, ich bin jetzt relativ schnell, damit wir ein bisschen diskutieren können, vielleicht im Anschluss noch. Dann ist die Idee, eine Zone Delegation an die Nodes zu machen. Dazu sage ich gleich noch was. Und dass wir vielleicht tatsächlich dahin gehen und IPv4 als Legacy-Netz betreiben. Genau. Dass wir diese Last an den Gateways entsprechend sinnvoller nutzen, also die Anbindung, die wir da haben. Also sprich, mit dem hoffentlich jetzt irgendwann auch gerichtlich durchgesetzten Wegfall der Störerhoftung müssen wir mal warten, wie sich das so ergibt, dass man tatsächlich dann Knotenbetreibern die Option gibt, einfach den NAT anzuschalten für V4 oder das halt nicht zu tun. Wir reden hier allerdings von der Idee, ein paralleles neues Netz aufzubauen. Also genau. wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass wir einfach alles abbrennen und dann mal gucken, sondern dass wir vielleicht einen Upgrade-Pfad irgendwie in diese Richtung bieten wollen. Genau. Und eben im Idealfall wollen wir halt über die Zentralinfrastruktur nur noch den Traffic routen für die Netze, die wir halt bei uns im Freifunk direkt drin haben. Klar, was man schnell schon dachte, genau. Wenn das mit der Störerhaftung dann doch nicht so richtig funktioniert, dann müssen wir vielleicht doch gucken, ob man vielleicht in der Firmware vielleicht das wieder das Häkchen setzt, also Internet over ja. Freifunk-Gateways, also, aber... Also vielleicht ein bisschen den Fokus auf mehr Peer-to-Peer-Traffic oder beziehungsweise ein Problem, das wir im städtischen Umfeld besonders haben, dass wir jetzt nicht hier ein Dorf haben und ein anderes Dorf und dann haben wir da zwei Segmente und dann verbinden wir die, sondern dass man da irgendwie so vormals getrennte Wolken sich zusammenschließen und was mache ich dann, ja? Dass man da so auf der Management-Ebene ein bisschen schlauer agiert. Wir haben jetzt noch keine genaue funktionierende Setup dafür, sondern erstmal nur die Stichworte. Genau, womit wir dann auch zu dem zweiten Point gleich kommen, weil das war so eine der Sachen, die dann zentral wird. Genau, also ich habe es nochmal drauf geschrieben, die Erreichbarkeit über den Namen ist der Schlüssel. Also wenn wir interessante Dinge machen wollen und wenn wir Leuten einen Mehrwert geben wollen, wie wir eben schon beschrieben haben, dann ist eine der Sachen, zumindest aus meiner Sicht, die wir haben sollten, ist eine Erreichbarkeit über einen Namen im DNS. Also ich wähle mich mit meinem Client in ein Freifunknetz ein, Wi-Fi ein, und bin weltweit im DNS erreichbar. Über einen Namen, bei DHCP zum Beispiel relativ einfach machbar, ansonsten muss man sich was ausdenken. Gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, das so zu bauen, ansonsten nummeriert man am Knoten vielleicht durch. Und ganz wichtig daran ist, ein Aspekt, der mir an den bisherigen Freifunk-Setups schon immer gefehlt hat. Ich fahre auf den Acker, habe eine Veranstaltung, habe keinen Uplink und habe 15 Freifunk-Router dabei, stecke die an und mit dem bestehenden Batman
Gateway-Setup kann ich damit nichts machen. Also zumindest nichts, wo der Normal-User irgendwie sein Handy reinwählt und dann, weiß ich nicht, einen Wiki-Server, einen Fahrplan oder sonst irgendwas aufrufen kann. Genau. Genau. Machen wir weiter. Ein bisschen genauer. Also jeder Knoten soll einen Namen bekommen, entweder bei der Installation, wie es jetzt der Fall ist, oder je nachdem, auch über die Firmware generiert, je nachdem. Die Community, den S-Zone, delegiert diesen Namen dann an den Knoten in dem Moment, wo er online ist. Muss man sich einen Mechanismus für ausdenken. Und der Knoten trägt die Namen der Clients in seine Zone, in seine verwaltete Zone ein mit einer entsprechenden TTL. Und dann hat man eine Erreichbarkeit über den Namen. Primär natürlich über V6. Also mit V4 brauchen wir da, glaube ich, nicht anfangen. Vor allem, wenn wir von NAT-Uplinks reden und wir das nicht mehr selber routen, absehbar. Und dann kann das zum Beispiel so aussehen, also ffmucknet ist unsere technische Domain, dass wir den Knoten Westpark 15 haben. Ffmucknet Nameserver delegiert diesen Namen von den Knoten an den Knoten selber. Der verwaltet seine Zone lokal, ist natürlich auch im Internet erreichbar für Resolver. Und ThinkPad wäre dann in dem Beispiel der Client. Was ich mir damit erhoffe, ist, dass man damit halt relativ simpel, also es gibt total viele Leute, die haben irgendwie so eine Synology rumstehen, spielen so mit Raspberry rum, installieren sich selber Services. Das, was denen halt wirklich noch fehlt, ist eine Erreichbarkeit im Internet. Und zwar so, dass auch Freunde und Bekannte das auch nutzen können. Das Gleiche hätte ich gerne in meiner Vision eben auch auf erwähntem Acker. Und zwar in dem Moment, wo ich in dem Freifunksegment, also im Funksegment, keinen Uplink habe, das kann ich ja feststellen, gehe ich als Knoten, als Resolver für die Clients hin und sage, okay, ich bin jetzt quasi die Root-Zone, ich verschiebe das in der Hierarchie nach links und ich resolve erstmal alles, was bei mir ist und muss man mal gucken, entweder über, weiß ich nicht, Batman-Mechanismen oder über MDNS-Derivative oder irgendwie sowas, auch die Knoten in der Wolke, die lokal bei mir sind. Also quasi Autoconfig-DNS auch im Offline-Modus. Das hätte auch noch einen anderen wichtigen Vorteil aus meiner Sicht. Man kann es auch dann praktisch im Katastrophenfall benutzen, also wenn Uplinks ausfallen. Also wenn man ein Setup hat, das über einen Namen normalerweise ganz normal über einen Uplink im Internet erreichbar ist und einen Link hat und der Uplink wegfällt, dann ist er trotzdem noch in allen Configs und in allen Settings, die man vorher hatte oder Gewohnheiten, zumindest im lokalen Segment erreichbar. Das wäre jetzt mal ganz grob beschrieben die Idee. Ich weiß gar nicht, ich habe das so noch bei keinem anderen irgendwie gelesen. Wir haben es auch noch nicht implementiert, aber es müsste relativ simpel sein, wenn man mal von diesen 4 Megabyte TP-Link-Routern absieht. Genau. Details können wir gerne diskutieren, also wenn das jemand schon mal gemacht hat, umso besser. Aber das wäre der Punkt mit der Zone Delegation, wo wir uns vorstellen können, dass wir da interessant basteln können. Genau, und das Ganze dann, was für eine Hardware stellen wir uns halt vor, da dachten wir uns, okay, wir müssen irgendwas auch anbieten, was weiterhin nicht ganz so teuer ist. Vielleicht kann man das so ein bisschen modularisieren. Also wir denken uns da an einzelne Hardware-Module. Das sind so kleine Kisten dann, die man vielleicht stacken kann. Muss ich da jetzt keinen komplizierten Bus oder so ausdenken. Das ist sicherlich nicht notwendig. Aber es gibt halt eine zentrale Access-Node. Da läuft halt das DNS drauf. Der entsprechende V6-Uplink oder vielleicht die lokale V4-Ausleitung oder über VPN, wie wir eben schon sagten. Da läuft auch die Firewall drauf fürs lokale Netz. Also ideal wäre es natürlich, wenn ich da jetzt nicht noch 5 Kisten wieder rumstehen habe, es sei denn, mein Routerzwang gibt es jetzt nicht mehr, aber trotzdem, man will ja nicht endlos Kisten rumstehen haben. Es soll auf jeden Fall auch die 2,4 und 5 Gigahertz als Client-Netz rausgeben. Ob man jetzt unbedingt meshen muss, ist jetzt mal dahingestellt. Auf Wi-Fi in München ist sowieso die Dachhöhe ist überall die gleiche, weil da gibt es ja die Regel mit der Frauenkirche, dass nichts höher sein darf.
Und jetzt da alle Häuser sind jetzt so groß wie die Frauenkirche. Ja, genau. Aber da mischt erstmal bei uns gar nichts. Und dann aber auch gleich auf dieser Basic Access Node halt rudimentär ganz einfache Services, irgendwie so ein Chat-Server, vielleicht kann man da so eine Matrix-Federation machen. Und eine ganz einfache Möglichkeit halt auch Daten auszutauschen. Wenn ich jetzt hier jeden Einzelnen frage, der wird mir wahrscheinlich 5 Möglichkeiten nennen, wie er selber oder sie selber zu Hause da das Teil konfigurieren kann, sodass man Daten mit dem anderen Nerd austauschen kann. Aber sorry, wenn ich die Frage kriege im Bekanntenkreis, was kann ich denn da machen? Ich möchte jetzt Daten mit meiner Tante austauschen, aber ich möchte das nicht über Dropbox tun. Ich möchte das nicht über einen von diesen anderen amerikanischen oder sonst was kommerziellen Services tun, bis man sich da mal als Normalmensch was zusammen konfiguriert hat. Danke, nein. Gleiches gilt für E-Mail übrigens auch. Ja, da müssen wir noch überlegen, ob das eine gute Idee ist. zur Diskussion, ne? Ja, ja, genau. Wichtig wäre mir dabei zu sagen, dass wir das natürlich nicht anbieten im Sinne von, das könnt ihr hier euch mitnehmen beim Treffen und dann hinstellen, sondern dass wir es unterstützen von der Architektur, die wir für die Router vorsehen in Zukunft. Ja. Genau, da kommen wir, glaube ich, dann auch schon. Genau, da sind wir schon auch fast am Ende. Eben so ein modulares Design kann man vielleicht noch weitere Sachen dran machen. Eben, ja, das war ja auch schon, glaube ich, im Ankündigungstext so ein bisschen drin für LoRa. Oder ich baue halt performantere Module halt da dran. Oder ich kann auch sowas machen wie ein Analog-Telefon-Plus-Modul für DECT, weil ich könnte ja Voice-over-IP auch da drin fahren. Und wenn man dann noch irgendwie Freifunk auch noch als Enum-Provider irgendwie damit reinhängt, dann ist das auch vielleicht eine schöne Sache. Oder zum Beispiel, ich gehe halt zum Kumpel und ich habe halt meinen Schlüsselbund und ich habe halt vielleicht den NFC-YubiKey da dran und wenn ich nach Hause komme, lege ich auch meinen Schlüssel irgendwie da so auf Sideboard zu Hause und dann lege ich es halt auf meinen Router und damit bin ich halt freigeschaltet. Wenn ich zum Kumpel gehe, lege ich das Teil halt daneben und meine ganzen Services sind automatisch dann auch für die entsprechende Node freigeschaltet oder ich habe sowas wie Identity Roaming, dass mein Telefon dann da auch klingelt und solche Geschichten. So ein bisschen noch auf den Acker nochmal zurückzukommen. Letzte Slide ist halt, vielleicht kann man das noch so ein bisschen mit LoRa halt verbinden. Wir waren damals, als wir den Abend diskutiert haben. Wer weiß, was LoRa ist? Ja. Ist der Begriff bekannt? Vielleicht nochmal kurz. Also LoRa ist halt ein proprietäres Hardware-Protokoll, langreichweitig Daten zu übertragen mit geringen Bitraten, eigentlich entwickelt für IoT-Anwendungen. Und da gibt es auch ein paar Beschränkungen, also man darf jetzt auch nicht ständig funken, man hat glaube ich eine Band Utilization Airtime von 1%, also ich kann da jetzt nicht ständig hin und her funken, also eigentlich für Low Bitrate, aber man könnte natürlich genauso gut Chat darüber machen. Es gibt auch einige Leute im Internet, die sich so was überlegen, kann man so einen kleinen Pager bauen, so Scroll wie in den 90ern, wo man so einen Gürtel hat, aber dieses Teil am Gürtel braucht man eigentlich nicht mehr, haben wir uns gedacht, weil jeder hat ein Terminal in der Hosentasche mittlerweile, das vielfach performanter ist, aber das Teil hat Wi-Fi und Bluetooth. Und so ein ESP32 hat auch Wi-Fi und Bluetooth, wenn ich noch ein LoRa-Modul, kann ich ja auch bei Ali oder was weiß ich, sonst wo mir die Teile klicken für 10 Euro. Dann habe ich halt mein mobiles Terminal, mit dem ich dann halt an das Teil drangehe, dass ich dann, was weiß ich, im Rucksack hängen habe mit einem Akku oder vielleicht sogar als Akkupack, Akkugehäuse, so ein Akku-Case am Telefon halt hängen habe. Und da ist halt meine kleine lokale Pocket-Note drin, die dann halt mit anderen Pocket-Notes über LoRa langreichreitig, also über Kilometer, kommunizieren kann, wie gesagt, SMS und ein bisschen Chat kann man da ruhig mit. Ja, also so eine richtige Meshing-Lösung gibt es da noch nicht. Das wäre vielleicht ein Gedankengang. Ja. Muss man gucken, was man mit der Bandbreite hinbekommt. Ja. Und ja, also unsere Idee war, dass man vielleicht hingeht und sagt, gut, ich habe eh ein Telefon dabei, das kann Bluetooth. Dann habe ich halt meine LoRa-Box im Rucksack, genau. Die hat einen Akku und die hängt per Serieller an meinem Telefon über Bluetooth LE, wie meine Uhr auch dran hängt. Und dann kann ich das von dort aus verwenden. Genau. Das sind so die grundsätzlichen Sachen, was wir uns mal gedacht haben. Das werden wir im nächsten Jahr mal so ein bisschen jetzt angehen und jetzt kriegen wir hoffentlich auch ein bisschen Kritik. Das könnte halt so machen, aber ja, genau. Macht es halt nicht so. Ja, das war jetzt einfach mal nur so ein Dump. Genau. Aber ich weiß nicht, also wir hätten auch gerne Feedback von den anderen Communities vielleicht, wie es bei euch so läuft. Was habt ihr so vor? Oder sagt ihr, nö, wir machen nur Internet oder keine Ahnung. Genau, wir haben 2 Mikrofone. Also wenn jemand, hat jemand irgendwie Kommentare, Fragen? Kritik? Nichts. Gar nichts? Okay. Joa. Ja, dann ist ja alles gut. Ah ja, gut. Ah, doch nicht. Gebt es einfach rum. Ja. Ich tra-
traue mich mal. Die ganzen Services anzubieten ist eine ziemlich coole Idee. Ich weiß noch nicht, ob es sinnvoll ist, die im Freifunknetz zu machen, wenn man nicht auf Meshing setzt. Wenn man ein Meshing zwischen den Nodes hat, sodass der Uplink ausfallen kann, dann ist das eine super geile Sache, wenn man eine komplett parallele Infrastruktur hat. Wenn man kein Meshing hat, dann brauche ich keine Freifunk-Infrastruktur dafür, da kann ich einfach das Internet nehmen. Ja, also wir haben zum Beispiel, also ich weiß nicht, wir haben halt dieses Großstadt-Setting, wir haben eh kein Meshing. Ist bei uns auch so. So. Und daher kommt auch der Gedanke, dass man halt eh auf V6 setzt und da, wo man eine Wolke hat, ist das laut genug? Ist ein bisschen anders. Ja, da, wo man eine Wolke hat, geht man halt hin, mesht. Und ansonsten könnte man sich überlegen, mit den anderen Wolken oder Segmenten, in Anführungszeichen, also jetzt nicht im Batman-Kontext, direkt zu peeren, ohne einen Gateway. Dass man zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, so einen Vermittlungsserver nur noch betreibt. Ja, wie auch immer das dann technisch umgesetzt wird. Also aber unser großes Problem, in Anführungszeichen, ist, dass wir sowieso nicht meshen. Ja. Und diese Dienste betreiben wollen wir ja nicht explizit. Wir wollen eine Architektur dafür haben, damit Leute das machen können. Ja, also wir wollen einfach mal die Infrastruktur dafür bereitstellen, über den Namen, über IPv6 und darüber, dass man diese Wolken miteinander verbindet, kriegt. Ja, und im Lokalen, in der lokalen Wolke, wo wir meshen, da ist eh sowieso alles im Moment schlecht, und da wollen wir es eigentlich besser machen, damit es eine bessere Motivation gibt, das auch tatsächlich beim Nachbarn auch noch hinzustellen. Damit mehr lokale Segmente entstehen in dem Sinne. Ist noch jemand da oben, war noch irgendwo? Ja, ja, ich würde auch nochmal ergänzen, also ich mache das jetzt so 15 Jahre und höre eigentlich jedes Jahr mindestens einen Vortrag, wo es um Dienste in Freifunk geht. Mein Eindruck ist, das hat sich noch nirgendwo so richtig dann nach ein paar Jahren manifestiert. Dementsprechend finde ich mutig, dass ihr ja da so ein bisschen vielleicht eine Ebene runterdenkt. Also nicht quasi, welchen Dienst wollen wir anbieten, weil das ist für mich immer die gleiche Leier, sondern was müssen wir in der Infrastruktur tun, damit andere vielleicht mit eigenen Ideen ihre eigenen Dienste da umsetzen können. Was ich allerdings von der anderen Seite finde, für mich ist nicht ganz klar, ob das noch direkt Freifunk ist oder ob es dann quasi so ein bisschen daneben, links oder rechts daneben ist, weil für mich war und ist Freifunk halt diese von Haus zu Haus sich zu vernetzen, von Person zu Person was gemeinsam zu machen und eigentlich auch möglichst unabhängig zu sein. Und die Tatsache, dass quasi kaum gemescht wird, zeigt für mich eigentlich so ein bisschen, dass da vielleicht man auch nochmal drüber nachdenken müsste, wie kann man mehr Incentive schaffen, damit doch mehr gemescht wird, weil es ist eine Aufwandsfrage, nicht eine technische Machbarkeitsfrage. Das heißt, die Leute quasi aus ihren Wohnzimmern zu locken, ihr Dach zu besuchen, links und rechts an Bäumen vorbeizuschauen, ist auch eine spannende Sache, die ist aber nicht technisch. Ja, wie gesagt, in München haben wir, ist es halt doch leider ein technisches Problem, weil es halt auch sehr viele Mietshäuser, da kannst du noch nicht aufs Dach. Und die Dachhöhen sind überall gleich. Wir hatten einige Cluster, die das versucht haben. Im Umland hat es ganz gut funktioniert, bis halt dann unser Management-Traffic halt irgendwann so hoch war, dass die Nodes ständig die 841 die Grätsche gemacht haben. Deswegen ist das im Moment größtenteils abgeschaltet. Im Umland bei uns hat es gut funktioniert, aber in München selber, du hast wirklich das Problem, kommst da. Das wäre halt schön, wenn du dann irgendwie von noch höheren Standorten, vielleicht ja mit so Sektorantennen, dass Leute dann aus ihrem Fenster sich da zumindest ankoppeln können, aber dann hast du halt auch natürlich wieder ein paar zentrale Punkte, und wenn die ausfallen, ja, das Mesh lebt ja eigentlich dadurch, dass du eben viele Möglichkeiten hast, eben neues Routing zu machen und neue Wege eben zu verknüpfen, und ja, da haben wir einfach ja architektonische Probleme. Ja, also wir haben ja auch so ein Backbone-Projekt, also zum Beispiel die Kooperation mit der Stadt, eben um diese Strecken überbrücken zu können, um tatsächlich auch unabhängiger zu werden. Genau. Das ist, glaube ich, nicht der Ich-Ist-Zustand, oder?
Genau, also die Idee war halt, da wo ich keinen Uplink habe, aber eine Mesh-Wolke hinhaben möchte, sei es eventbezogen oder einfach so, Punkte zu haben, mit denen ich mich dann in ein zentrales Backbone einwählen kann. Ja, also dass ich dann halt das Passwort erfrage irgendwie, indem ich zum Treffen komme und dann dort einen Uplink bekomme. Also es ist schon restriktiver im Betrieb, zumindest so wie wir uns das vorstellen, aber insoweit offen, dass wir das über den Verein finanzieren wollen und betreiben wollen und dass dann halt die Uplink-Möglichkeiten da sind, die unabhängig von den DSL-Providern irgendwie sind. Leider ist es schwierig, die Standorte zu bekommen, erstens, und zweitens sie zu betreiben. Und das funktioniert auch nicht richtig gut, wenn die Aktivität im Allgemeinen so ein bisschen das Stagnieren anfängt nach ein paar Jahren, wenn das Interesse verloren geht. Und das war eben auch einer der Gründe. Also wir wären jetzt quasi politisch oder was die Unterstützung auch mit der Kirche angeht, kommen immer wieder Angebote, aber wir müssen halt oft sagen, ja, tut uns leid, wir haben einfach nicht genügend Leute, die Bock drauf haben, das zu machen. Das war für uns eine der Motivationen, uns hinzusetzen und zu überlegen, was kann man denn technisch interessante Sachen anstoßen, damit, ne, damit ein bisschen mehr Engagement irgendwie dafür auch wieder kommt. Ich kann dazu vielleicht was ein bisschen aus der anderen Richtung sagen. Wir betreiben in Wien als Funkfeuer so ziemlich ausschließlich ein Backbone-Netz. In Österreich gab es eigentlich nie eine Störerhaftung. Und bei uns gibt es quasi in jedem Café, in jeder Ecke freies WLAN. Frei unter Anführungszeichen, je nachdem welcher Anbieter das ist. Und wir betreiben selber ein paar wenige Hotspots, aber das ist... Ja, würde ich mal sagen, zwischen 3 und 5 Knoten, die das tatsächlich machen. Wir haben so um die 230, 250 Knoten über Wien verteilt, die aber ein volles Mesh bilden, die eigentlich voll über Richtfunk angeschlossen sind. Und das Ganze hängt an 3 Uplinks, 3 Glasfaser-Uplinks. Das heißt, unsere Idee war, oder wie das bei uns entstanden war, ist halt wirklich, wir machen uns das selber. Es gibt vereinzelt ein paar Knoten, die halt VPN machen und ihren Traffic übers Internet quasi schieben, über externe ISPs. Das geht aber mehr schlecht als recht, auch weil die Bandbreite üblicherweise nicht ausreicht. Der Grund, weshalb es bei uns ein VPN ist, ist, wir verwenden auch IPv4 Public IPs voll im Netz. Das heißt, üblicherweise hat jeder Knoten mehrere Public IPs. Hat Vor- und Nachteile. Der wirkliche Nachteil ist nämlich, dass du Skalierung nicht wirklich ordentlich planen möchtest oder planen kannst. Ein Projekt, das wir oder das ein paar Leute bei uns letztes Jahr gestartet haben, war die Idee, machen wir doch rein IPv6. Wenn wir das schon machen, dann können wir auch gleich Autoconfig machen. Und wir wollen aber gerne für die Knoten, wo tatsächlich Leute dranhängen, auch IPv4 anbieten und haben da IP-IP6-Tunnel im Endeffekt verwendet. Die sind stateless. Das heißt, wir betreiben unsere eigene Border Gateway, sondern neben Border Gateway hängt dann so für jeden Uplink-Knoten ein Router dran. Und der macht den Übergang quasi. Ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, funktioniert aber ganz gut. Was bei uns ganz, ganz interessant ist, was ein bisschen Boost geschaffen hat in den letzten Monaten, ist, dass 60 GHz die Geräte von Mikrotik mittlerweile recht günstig werden und da hoffentlich bald auch Open-Source-Unterstützung dahinter ist. Weil gerade in Wien, also Österreich ist aktuell vom Breitbandausbau tatsächlich Schlusslicht EU-weit. Noch unter Deutschland. Noch schlimmer. Ja, wir waren eine Zeit lang besser, bis vor 3 Jahren circa. Ja. In den 3 Jahren ist bei uns nichts passiert, dafür in Deutschland einiges. Und das heißt, es gibt in Wien wirklich in den inneren Bezirken oft irgendwo im ersten Bezirk, zum Beispiel bei uns im Hackerspace beim MetaLab, Punkte, da bekommst du maximal 10 Mbit und ein halbes Mbit Upload. Und das geht einfach nicht. Wie habt ihr das Thema DNS angegangen? Macht ihr da was? Bietet ihr dann auch was an? Oder
Ja, die Public IPs haben wir mehr oder weniger einen DNS-Namen. Das heißt, wir haben aktuell so ein zentrales Tool, wo du im Endeffekt die IP-Adressen zuweisen kannst und der Name wird anhand des Namens, den okay. du da eintragst. Genau. Aber ihr macht keine Delegation, so dass es irgendwie, ja gut, ihr habt eh nicht so viel Clients dann da drin, oder wie? Ja, es ist vor allem die Leute, die die Knoten selber betreiben, die sind üblicherweise auch quasi die Nutznießer davon. Die können sich das auch selber entsprechend einrichten. Es aber ist halt ein sehr technisches Netz. Technisches Publikum auch dann. Ja. Also das Problem mit Stagnation und so und unterschiedlichen Gruppen, die in unterschiedliche Richtungen ziehen, haben wir auch. Das wird sich in den nächsten Jahren, schätze ich, zeigen, wie es damit weitergeht. Was mit 60 GHz wirklich interessant ist, ist, wir hatten ein Event in einem Museum und das ist über zwei 60 GHz Strecken angebunden. Dort, das Museum selber hat nur 10 Mbit. Mehr geht dort nicht. Es ist 500 Meter vom Stadtkern entfernt. Und wir haben das dort aufgebaut gelassen, weil das Museum hat öffentliches WLAN durch Funkfeuer. Und hin und wieder fällt es aufgrund starkem Regen halt aus. Es ist aber kein Problem, das ist eine halbe Stunde Maximum. Und die sind jetzt extrem happy, weil die haben jetzt ihren Hauptuplink umgestellt darauf. Ja. Und für die ist es extrem komisch, dass sie statt 12 Mbit down jetzt plötzlich 600 Mbit down haben und 300 ab. Ja. Rutscht mal gerne drauf aus erstmal. Ja. Habt ihr Pläne, irgendwie in die andere Richtung zu gehen, also mehr in die Masse zu gehen, oder seid ihr damit genug beschäftigt? Also Hintergrund der Frage ist, wir haben halt festgestellt, dadurch, dass wir, also wir sind 2015, 2016 so ein bisschen auch im Zuge der Flüchtlingshilfe zu einem Massenphänomen geworden. Was wir festgestellt haben ist, was eigentlich vorher auch schon klar war, ist, es ist auch ein gutes politisches Werkzeug. Ja, also man kann sämtliche Akteure im Digitalisierungs-Breitbandbereich unter Druck setzen, wenn da der Nerd im Hoodie kommt und dann WLAN-Router hinstellt. Da kriegen alle den Angstschweiß, weil sie genau wissen, das funktioniert dann vielleicht, im Gegensatz zu dem, was die da tun. Ja, und deshalb halte ich es also aus unserer Sicht für eine eher schlechte Idee zu sagen, wir gehen jetzt auf ein rein gemanagtes Netz, sondern wir sollten dieses Potenzial oder dieses Restpotenzial, was wir noch haben, zumindest da noch mitnutzen. Also wir haben da auch ein bisschen mit Notunterkünften gemacht. Das hat leider nicht wirklich zum Fliegen angefangen. War ganz interessant. Der Großteil der Leute, die halt dabei mitmachen, sind eher die Leute, die selber halt ordentliche, unter Anführungszeichen, ein eigenes Netz betreiben wollen und unter Anführungszeichen ordentliche Bandbreite haben wollen. Das klingt auf jeden Fall so, dass wir reden sollten, weil wir irgendwie dem Ziel von zwei unterschiedlichen Seiten aus nähern. Die Idee, also quasi diesen Schub mit Hotspots, das ist genau das, was uns gefehlt hat oder auch fehlt, ist ein anderer Ansatz und ich glaube, beides ist wichtig. Ja, dann setzen wir uns doch mal zusammen. Gibt's noch jemanden? Gibt's noch irgendwie? Haben wir noch irgendwas zum Zeigen? Ich habe gerade gesehen, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich dachte, haben wir wirklich 5 Minuten hier? Weiß nicht. Na gut. Ja, ansonsten labern wir euch jetzt zu, ne? Also wenn ihr jetzt 10 Minuten, das waren aber schnelle 5 Minuten. Ja. Hi. Hi, wo? Ah, da. Eine rein hypothetische Frage. Ich weiß nicht, ob es jemals jemand versucht hat, aber die ganzen Anbieter wie 1&1 in Deutschland mieten ja sowieso die Leitungen von der Telekom für den normalen DSL-Anschluss. Zumindest die letzte Meile, ja. Ja, zumindest die letzte Meile. Hat da mal irgendjemand versucht, das Netz mitzubenutzen? Das Netz mitzumieten? Das wäre also quasi die Kabelverbindung zwischen den Nodes als Direktverbindung? Benutzen. Ich kenne mich damit tatsächlich überhaupt nicht aus. Aber was meinst du mit mitnutzen? Also ein ISP werden oder? Im Endeffekt ja, aber vielleicht ein ISP, der parallel zu anderen, zu einer normalen Internetverbindung laufen kann und das Kabelnetz für das Routing benutzt, aber komplett am Public-Internet vorbei. Weil da liegen Kabel von einer Node zu anderen. Also, ob man will oder nicht. Also ich kenne Leute, die haben auf Feuerwehrklingeldrähten sich SDSL gebaut. Aber ich glaube, das ist eher so ein Nischensport.
Also ich glaube, wenn du, ne, ich glaube, parallel dazu wirst du nichts machen können, weil du halt auch nicht an die Kabelverzweiger kommst und naja, ich glaube, der Sicherheitsdienst der Post kommt dann nicht mehr und steckt dich irgendwie mit einer Haube über dem Gesicht in den Fluss, aber so richtig empfehlenswert ist es, glaube ich, immer noch nicht. So, da drüben. Ich hätte jetzt deine Frage eher in eine andere Richtung verstanden, dass man sagt, man geht hin und mietet die letzte Meile zu dem Transferpreis. Ach so, okay. Bloß da sehe ich jetzt das Problem, dass wir dann wirklich, wenn wir so einen Service anbieten, wirklich sofort in dieser kollektiven Selbstausbeutung sind, weil wir dann, ohne uns ein vernünftiges Gehalt zu bezahlen, da einen Fulltime-Job draus machen, irgendwelche zumindest Erwartungen von Service konfrontiert werden. Ja, und eigentlich auch nur das machen, was ein Internetprovider auch macht, bloß, dass der es einfach billiger kann, weil er das Zeug bei schlecht bezahlten Leuten outgesourced in Indien oder sowas den Support macht, ne? Ja, also provokante These, mir ist eine eingefallen, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Diskussion. Mehr Dezentralisierung, mehr Selbstermächtigung muss eigentlich auch bedeuten, dass es möglich sein muss, Geschäftsmodelle zu haben. Ja, also warum denn nicht? Da oben meldet sich noch jemand. Eine Frage, habt ihr euch auch schon mal überlegt, sozusagen in Richtung Glasfaservernetzung zu gehen, von Haus zu Haus, sozusagen, um auch gewisse Bandbreiten zu bieten, wo es möglich ist zum Beispiel? Du meinst so mit der Armbrust über Hausdächer schießen oder durch die Kanalisation ziehen? Es gibt ja gerade im städtischen Umfeld unter Umständen Katakomben, wo man sozusagen unten Leitungen durchlegen kann, so wie sie in Wien zum Beispiel machen. Ich glaube, es wird gestreamt. Pass auf, was du sagst. Nein, haben wir noch nicht. Also wir können das weder bestätigen noch dementieren, sagen wir es mal so. Also zu den Leitungen zwischen Häusern und so, es gibt da ein Formular, das muss man ausfüllen, wenn man das tut. Ansonsten ist das in Österreich relativ einfach. In Deutschland wird es vermutlich nicht anders sein. Zu der Idee kommerzielle Dienste. Wir hatten öfters die Diskussion und es gibt auch ein anderes Funkfeuernetz, das Mitgliedsbeiträge gemacht hat. Und da, das gibt es mittlerweile, also ist relativ stark gestorben, weil die sehr schnell festgestellt haben, selbst wenn es nur 5 Euro im Jahr sind. Das Problem ist, Leute hängen davon ab und nachdem sie etwas dafür bezahlen, egal wie wenig es ist, haben sie das Gefühl, dass sie einen Anspruch drauf haben und 24/7 Support haben können oder haben müssen. Gut, das ist ja eine Frage des Erwartungsmanagements, sage ich mal. Also mein Punkt ging jetzt nicht in die Richtung, Firmen zu gründen und ein Geschäftsmodell draus zu machen, sondern, sagen wir mal, die Arbeit entsprechend ein bisschen zu entlohnen. Und ich zumindest denke mir immer, das kann ich nur machen, wenn ich auf keinem Monopol sitze. Ja, also wenn ich jetzt hier der Admin von der Infrastruktur bin und dann gehe ich hin und schreibe auf einmal Rechnungen, ja, dann kommt das nicht so gut. Aber wenn ich jetzt anfange, das so ein bisschen von der Struktur her zu dezentralisieren und von der Technik auch, dann kann ich sowas mal machen, wenn es jemand braucht. Ja, dann kann ich selbstständig hingehen und kann vielleicht mal ein Projekt sponsern lassen, kaufen lassen, abrechnen lassen. Sowas. Also ich glaube, das lässt sich so einfach auch nicht sagen. Es gibt bei uns ein paar Leute, die halt tatsächlich Knoten für andere Leute managen, gegen kleines Geld, wenn es sein muss. Das kann gut funktionieren, das kann aber auch gleichzeitig in Problemen ausarten, zum Beispiel, dass eine Diskussion entsteht, quasi ich habe dem jetzt das versprochen, warum ist es jetzt so schwer, da eine Antenne auf den einen Knoten draufzustellen. Das kann sehr leicht passieren und da ist es, glaube ich, wirklich schwierig, einen Mittelweg zu finden. Na, du hast auf einmal Markt. Ja, aber einen Markt, wo nicht alle Teilnehmer daran tatsächlich, also wo der Großteil der Teilnehmer ehrenamtlich arbeitet. Und richtig. Genau, also deshalb denke ich auch, das geht nur mit einer technischen Dezentralisierung. Anders ist es gar nicht machbar. Also in unserem jetzigen technischen Zustand können wir das nicht bringen. Also dummerweise haben wir ja schon erzählt, wie es in München gelaufen ist die letzten Jahre. Wir sind jetzt in so einem Maintenance-Mode. Ja, und eigentlich für so manche Sachen, die kaputt gehen, gut, die gehen halt kaputt, ja, so. Aber eigentlich kommt dann immer die Frage oder die Anregung, ja, können wir es euch nicht bezahlen irgendwie?
Und dann kann man natürlich sagen, ja klar, aber wenn du spendest, dann reicht es nicht, dass sich jemand richtig damit beschäftigt. Und alles andere können wir nicht machen, weil sonst die letzten Reste von Community, die wir noch haben, gleich mit weg sind. Also ein Punkt, wo wir schon mal gesagt haben, was okay ist, das, was wir allerdings nur extern gemacht haben, ist, es gibt von Mikrotik die LAG5. Das ist eine 50 Euro 5 GHz Antenne, die 802.11n kann. Outdoor-Antenne mit 40 cm Schüssel dran. Die war nicht von LEED, also OpenWRT, unterstützt. Und wir haben da ein Bounty ausgeschrieben. Waren, glaube ich, 500 Euro oder ein paar hundert Euro. Und das Schöne daran ist, es ist sehr, sehr schön abgesteckt, was dann das tatsächliche Feature sein soll. Und wenn eine Person sagt, interessiert mich, selbst wenn es nicht viel Geld ist, mache ich trotzdem. Das lässt sich auch in der Community relativ leicht diskutieren, besser als Stundenlisten oder sowas. Hinsichtlich der lokalen Dienste, habt ihr denn, ich sag mal, Statistik ist immer so ein bisschen schwierig, aber habt ihr dort Dinge, was dort funktioniert oder was genutzt wird? Also was ich sehe ist bei den lokalen Diensten, dass halt Leute sich zwei Router hinstellen und damit quasi ihr eigenes öffentliches VPN machen, also quasi zwischen zwei Standorten irgendwie auf ihr NAS zugreifen, wo sie ein ordentliches Passwort draufgeknallt haben. Jetzt haben wir nichts. Aber ansonsten, alleine das Announcement der Services ist also echt ein Problem. In einer Zeit, wo man den Leuten halt nicht mal mehr beibringen muss, dass es kann, dass es irgendwie sowas wie eine Adresszeile eines Browsers und irgendwie ein Eingabefeld für eine Suchmaschine gibt und dass das nicht das Gleiche ist, ist es echt schwierig, den Leuten beizubringen, dass es Services gibt, die man halt nicht über Google findet. Oder, ich meine... Ja, also bislang haben wir halt noch gar keine Erfahrung. Es gibt natürlich ein paar bei uns, die halt Services anbieten, ob die überhaupt genutzt werden, unbekannt. Und es wird halt sehr schnell sehr, sehr, sehr teuer, auch das Ganze, weil man halt gegen diese ganzen Freemium-Angebote anstinken möchte und oder muss dabei. Und wenn man dann halt Sachen baut, dann wird es schnell so teuer, dass es für die Leute unattraktiv ist. Wir hatten das bei uns bei einer Kleingartenanlage, wo wir gesagt haben, ja, wenn wir da schon Freifunk ausrollen, hängen wir da noch halt SIP-Telefone mit rein, damit die telefonieren können, weil da gab es halt nichts. Und irgendwie kamen wir dann raus, nee, wenn die hier billiges Aldi-Talk mit der Flatrate da nehmen, ist es immer noch billiger. Ja, also wir wissen es tatsächlich nicht. Also vermutlich gibt es Leute, die irgendwelche Services betreiben. Erstens erfassen wir es nicht. Also vielleicht trägt es jemand ins Wiki ein, wenn er mal eine IP-Range braucht oder sowas. Aber auf der anderen Seite vermute ich auch einfach, dass es ultra wenige sind. Und deshalb auch unter anderem Thema Erreichbarkeit der Vorschlag mit der Zone Delegation auf die Knoten. Das denke ich, ist schon ausprobierenswert. Also ein paar Services haben wir im Wiki dokumentiert und das Lustigste, was am besten läuft, sind Netzwerkdrucker. Und ich hoffe, dass die keiner findet, weil wir haben ein paar Rentner, die nutzen das WLAN, um dann an der zentralen Stelle es auszudrucken. Und ein paar Leute aus dem Freifunkverein ärgern mich dann und schicken ab und zu mal ein paar Ausdrucke von sonst wo und laden mich zu irgendwelchen Partys ein. Also Netzwerkdrucker, ein paar alte, wo die Patronen noch voll sind, macht nicht zu viel Papier ins Papierfach rein. Wer das mal screent, findet's raus. Sehr interessant, Community Building über Netzwerkdrucker. Jo. Okay. Gut, also wir haben noch das Mikro, aber ich glaube, dabei belassen wir es. Genau, wir reden auf jeden Fall. Und wir hängen da hinten jetzt noch kurz, ich zumindest, der Peter ein bisschen länger. Genau, Dankeschön.